Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Let's Play Super auf meinem Kanal. Zu einem alten Let's Play, zu einem Reloaded eben. Meine ersten Erfahrungen mit der Wii oder beziehungsweise Wii U und der Capture Card sollen heute beginnen. Und dafür habe ich mir klassisch Mario Bros. Wii herausgesucht. Die Deluxe-Version habe ich halt nicht, brauche ich auch nicht. Es gibt keine Welt 9, das sieht nur so aus. Ja, ich glaube, das ist jetzt für kein großes Geheimnis. Wir spielen wieder zu 100%. Ich bin mal sehr gespannt. Vom Qualitätstest her gerade hat's eigentlich gepasst. Natürlich ist es ein bisschen, es ist wahrscheinlich ein bisschen schwächer von der Grafik als die Switch-Games, was halt dran liegt, dass die Wii U-Grafik schwächer als die Switch ist. Toll. Und ja, was ich auf jeden Fall schon weiß, ist ein Vorteil im Vergleich zu Switch-Games tatsächlich. Dieser schwarze Rand außenrum, den brauche ich nicht bei der Wii U. Das passt so. Das heißt, auch die Videos haben keinen schwarzen Rand. Ihr wisst ja vielleicht, warum der bei den Switch-Games da ist. Einfach, weil ich ansonsten gefühlt, ich sehe dann eben genauso viel, wie ihr schwarzen Screen habt, würde ich vom eigentlichen Spiel nicht sehen, wenn es nicht da wäre. Und das ist ein bisschen arg. Aber ja, also wenn das jetzt gut funktioniert mit allem, könnt ihr in der Zukunft des Kanals, denke ich, auch mit einigen Reloaded-Projekten rechnen. Weil so Games wie Kirby's Adventure Wii irgendwann bestimmt auch die Mario Galaxy-Reihe. Sowas würde ich halt gern auch nochmal mit der Capture-Card zocken. Aber als allererstes dieses Spiel, Mario Bros. Wii. 100% zweites Durchspielen auf diesem Kanal. Mario Bros. U hatten wir ja schon ein paar Mal öfter. Deswegen, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich das nicht wollte allgemein. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, abgesehen vielleicht von hin und wieder meinem Speedrun, wenn ich Bock drauf hab, sind wir mit Mario Bros. U auf dem Channel fertig. Also, inzwischen reicht das sogar mir. Wenn natürlich irgendwie neues Mario Bros. Oder so irgendwann rauskommen sollte, wobei ich da nicht sicher wäre, dass das passiert, dann wäre ich natürlich wieder dabei, aber das ist ja auch nicht Mario Bros. U. Und schade, eine Münze fehlt. Wer ganz neu in der Reihe ist und jetzt nicht weiß, was 100% bedeutet. Ihr seht da oben diese drei Kreise, das sind Sternmünzen, davon gibt es drei in jedem Level. Und ja, die sammeln wir halt, ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon ein Secret verpasst habe, weil ich mich echt nicht mehr an viel erinnere, muss ich ehrlich sagen. Andererseits gab es gefühlt keinen Platz. Ich erinnere mich an gefühlt nichts mehr in diesem Game. Aber ich hatte echt im Kopf, dass hier irgendwo was war. Naja, wir werden es sehen. Die erste Starcoin ist hier drin. Erreichen wir... Okay, ist die erste. Erreichen wir mit dem Propellerpilz. Einem für Mario Bros. Wii neu entworfenen Item. Es gibt zwei dieser neuen Items, allerdings kommt das zweite erst deutlich später ins Spiel. Ein klassisches rote Münzen-Game. Man muss sie alle einsammeln und dann bekommt man dafür ein Item. Da wir bereits voll ausgerüstet sind, ist es ein One-Up. Und auch wenn es jetzt so aussieht, ihr seht diese Röhre da unten, wir haben nicht effektiv was verpasst. Wir sind gerade nur schon mal zur dritten Starcoin vorgerannt. Und stimmt, die ist ja, die kommt ja nicht so schnell wieder. Man muss aus dem Screen raus. Und sich dann beeilen für die zweite Starcoin.
Beeilen ist sowieso relativ mein Fachgebiet, würde ich behaupten. Ihr habt's gesehen, mehrere Mario Bros. U Speedruns habe ich bereits gemacht und damit meine ich zwei. Bin da auf speedrun.net. Letztes Mal, als ich geguckt habe, war es Rang 60 in der globalen Rangliste. Vielleicht ist es inzwischen ein bisschen schlechter, aber ja. Mario Bros. Wii habe ich noch nie gerannt. Aber die Gameplay-Mechaniken sind halt komplett gleich, vor allem für einen Spieler wie mich. Ich spiele beide Teile mit der Wii-Fernbedienung. An sich bin ich zwar ein Verfechter von Pro-Controller und sowas, aber erstens hab ich sowas für die Wii nicht. Und zweitens finde ich's für Mario Bros. Wii auch einfach nicht so gut. Mario Bros. Wii ist so der Klassiker, der zockt man mit der Fernbedienung. So, 1-2, ganz nach typischer Mario-Manier, ne Untergrundlevel. Wenn wir hier uns ein bisschen aufhalten, finden wir vielleicht ein paar meiner Witze. Oder die Qualität meiner ersten Let's Plays. Ja. Also meine Sprüche sind im Verlauf der Jahre nicht besser geworden. Diese Stelle fand ich schon immer ein bisschen seltsam, aber meinetwegen. Das Level ist eigentlich ganz cool, finde ich, mit den ganzen Kristallen und allem. Außerdem, wo wir schon beim Thema Speedruns sind, ich mache vielleicht auch einen Mario Bros. Wii Speedrun, was halt bis nach diesem Let's Play dauern würde. Ich weiß noch nicht, irgendwie hat mich das Spiel ein bisschen weniger gereizt. Auch weil ich das Gefühl habe, dass es komplizierter ist. Es sind weniger Level, aber genauere Sachen, die man da performen muss. Gerade so Sachen wie Bosskampf in Welt 8 gibt's ein. Der ist, glaube ich, echt kritisch für mich. Ich komme mit dem ohnehin nicht gut klar mit dem Battle. Und das dann noch auf Speed? Aber naja, wir werden's sehen. Ach, und bei Mario Bros. Wii ist die Motivation ein bisschen geringer, weil ich glaube, da gibt's mehr Leute, die das tatsächlich regelmäßig runnen. Und deswegen würde ich's da wahrscheinlich nicht auf die Top 100 schaffen. So. Ich meine, nicht, dass das jetzt viel ausmacht, aber ist natürlich schon ganz cool, dass ich tatsächlich auf die Rangliste in Mario Bros. Wii gekommen bin. Und vor allem, als ich gesehen habe, wie mein erster Run abgeschnitten hat, hat mich das auch motiviert, einen zweiten zu machen. Und irgendwann werde ich sehr sicher auch nochmal einen dritten machen, weil ich vom zweiten bis heute abgefuckt bin. Für die, die es nicht gesehen haben. Okay, ich habe 1 gedrückt, aber scheiß drauf. Für die, die es nicht gesehen haben. Ich habe in dem Run eigentlich durchgehend mega gut performt und dann den ganzen Run gefühlt weggeworfen, weil ich den Secret Exit in 8-1 nicht erwischt habe. Deswegen musste ich ein Level mehr machen. Beide Level, die ich da dann machen musste, sind sehr slow-paced gewesen. Und ich habe trotzdem meinen Rekord gebrochen, weil der Run vor diesem Punkt so viel besser war. Deswegen, mein Ziel ist ja eine, oder war zumindest eine Sub 45 Minuten Zeit. Glaube ich inzwischen nicht mehr wirklich dran, muss ich sagen, aber vielleicht hätte ich sie mit dem Run sogar bekommen können, wenn das nicht passiert wäre. Mein erster Run ist ja gerade beim letzten Level ziemlich abgekackt. Boah, ich erinnere mich noch an die guten alten Zeiten. Mario Bros. Wii war so ziemlich mein erstes Videospiel, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall mein erstes Wii-Spiel und eine Konsole hatte ich vorher nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelchen Scheiß auf dem Computer mal gespielt habe. Hatten wir Mario Kart vorher? Naja, auf jeden Fall das erste Spiel, sag ich mal, ist richtig von uns war, weiß ich noch. Mario Kart Wii war ja, ne, bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals groß gespielt hatte überhaupt. Auf jeden Fall war Mario Bros. Wii so mein erstes richtiges Wii-Spiel, sage ich mal. Hier, ihr seht nebenbei ein paar Sachen, die man im Spiel machen kann, wie im letzten Level diese Plattform. Und an diese Stelle habe ich im ersten Level schon gedacht.
Deswegen dachte ich, ich hätte was verpasst. Ja. Und das jetzt nochmal spielen ist eine interessante Erfahrung, gerade weil ich halt tausendmal besser bin. Das ist immer noch so eine, eine meiner ältesten Erinnerungen, wie ich damals mit einem Grundschulfreund mich getroffen habe, damit wir, weil wir allesamt zu blöd waren, ich will hier kurz Leben farmen, weil wir wirklich allesamt zu blöd waren, 8-1 in diesem Spiel zu schaffen. Wir haben wirklich 4 Spieler Multiplayer gebraucht, um das nach ein paar Versuchen endlich zu schaffen. Und heutzutage spiele ich dieses Game und 8-1, ja, kann man schon mal easy first try mit allem. Es ist halt einfach der Unterschied. So, und das war übrigens der erste Secret Exit dieses Games. Gibt's hin und wieder gerade für Speedruns enorm wichtig, denn mit diesem Secret Exit können wir von Welt 1 sofort in Welt 5 gelangen. Was uns natürlich, wenn wir schnell sein wollen würden, einiges an Zeit hat. Halt die Fresse, Todd, um dich kümmere ich mich nicht. Ja, Bowser Jr. klaut Toads und bringt eigentlich nicht relevant, was die zu retten. Oh, guck mal, da wird ein Toad geklaut. Sad Story. Wir machen weiter. Ja, es bringt irgendwie ein Item fürs Inventar, das zu machen. Und dafür muss man so ganz ekelhaft wirklich einen Toad durchs ganze Level mit sich rumschleppen. Und das ist einfach nicht cool. Ja, möglich. Oh, als ob der mich gehittet hat. Hier, ich bin jetzt kein Pro, wie man merkt, aber so vor allem die erste Passage jetzt war so ein bisschen, wie es aussieht, wenn ich das Spiel tatsächlich runne. Oh mein Gott, der Dodge! Dieser Dodge! Berechnet! Ja. Habe ich jetzt ein bisschen schneller gemacht, das Level, weil wir waren schon kurz vorm regulären Ziel beim Secret Exit, hatten alle von den Star Coins. Ja, damit sind wir beim ersten Tower. Und dem ersten Koopaling in diesem Game. Ich weiß noch, Mario Bros. Wii war für mich, hat sich für mich immer ein bisschen anders angefühlt als Mario Bros. U. Das Spiel ist eine gute Ecke knackiger, habe ich im Kopf. Und vor allem in Mario Bros. U, das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Mir fällt gerade irgendwie ein Level ein, das ich wirklich aktiv nicht mag im Wii U-Teil. Und in dem hier fallen mir auf Anhieb 1,5 Welten ein, die mir nicht wirklich gefallen. Aber vielleicht hat sich das ja inzwischen auch geändert. Und ich war damals nur einfach zu scheiße dafür. Aber gerade die Eiswelt hab ich echt... Die verbind ich nicht mit guten Erinnerungen, muss ich sagen. Ja, dieser Tower speeden wir bisher relativ durch. Ich bin an sich kein Freund von Passagen, bei denen man zerquetscht werden kann. Man muss sagen, ich glaube... Das wisst ihr inzwischen, ich sag das oft, dass das so ist. Ich glaube, dieses Spiel war der Auslöser davon, weil ich irgendwie so schlecht in vor allem diesem Level war. Ich bin einfach nicht drauf klargekommen und vor allem war ich so schlecht, deswegen war es immer mega close. Und dann war das einfach dieser plötzliche Moment, dass ich auf einmal krepiert bin. Boah, ich glaube wirklich, dieses Spiel ist so der Hauptauslöser, warum ich in Videospielen keine Passagen mag, bei denen man so zerquetscht wird. Interessante Kindheitstrauma-Story. Wir haben den Tower nebenbei durchgespielt. Er hat gesagt, okay, uns fehlt noch ein ganz, ganz krasser Bosskampf. Wie viele Feuerbälle tankst du? 6. Nicht viel. Wir könnten auch einfach hier Walljump spammen, aber
Alternativ lassen wir ihn einfach nicht zum Angriff kommen. Ja, den Kampf muss man auch für Speedruns nicht können, weil man ja eh schon Level 1-3 gemacht hat. Es gibt auf dem gesamten Speedrun-Weg einen einzigen Koopalink-Kampf in Welt 5. Welt 5 macht auch einen Großteil des Runs einfach aus. Weil da gibt's einen Secret Exit zu Welt 8, der ist aber ziemlich spät in der Welt. Das heißt, man muss die fast vollständig spielen. Und in Welt 8 ist irgendwie im zweiten Level schon Secret Exit. Der schaltet ein extra Level frei und dann ist man beim letzten. Da ist Welt 5 einfach die mit Abstand größte. Naja. Wenn wir noch ein bisschen Tempo machen, können wir die erste Welt auf jeden Fall hier in der ersten Folge auch abschließen. Das Spiel ist jetzt nicht mega lang und das Let's Play wird's auch nicht. Das ist hoffentlich allen klar, aber ich glaube, das wird ganz schön. Ja, Unterwasserlevel, Mario Bros. Sind an sich sehr verhasst. Ich muss ehrlich sagen, ich mochte eigentlich schon Wasserlevel. In 2D-Games immer. In 3D-Games da stehe ich bei euch, Leute. Aber bei 2D sehe ich wirklich das Problem nicht. Da sind die echt cool in der Regel. Und die Steuerung ist wirklich nicht schlechter. Das ist ein sehr, sehr eigener roter Münzenring. Aber auch ziemlich schwer, alles einzusammeln. Wir haben hier verschiedene Arten von Fischen, die unterschiedlich reagieren. Boah, und mich macht das ein bisschen paranoid. In anderen Spielen der Reihe hat man gefühlt nie keine Starcoin vorm Checkpoint. Aber in diesem Spiel passiert das anscheinend hin und wieder. So, was genau musste ich hier machen? Ich weiß, ihr seht ja, wenn man die fallen lässt, dann stoppen die Strömung. Aber was bringt mir das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob mir das überhaupt was bringt. Ja, okay, den habe ich dumm verfehlt. Hier ist es, denke ich, recht offensichtlich. Man muss einen von denen einfrieren und sich dann hochtragen lassen. Und zack, hat man die zweite Starcoin. Ja, das mit dem, ach stimmt, hier ist es nötig. Denn ansonsten kommt man da nicht durch. Ich hoffe, das muss nicht zu genau sein. Rein logisch gesehen würde der da wahrscheinlich an der Seite runterfallen, muss ich sagen. Aber wäre sonst auch zu kompliziert. So, eine ziemlich nervige Gegnerart, diese lilanen Fische, weil die einen extremst aggressiv verfolgen. Aber okay, die brechen auch schneller aus, offensichtlich. Ich camp den jetzt aber, bis er da oben an die Decke knallt. Und ja, ich weiß, ich könnte den einfacher besiegen, sobald ich nämlich die One-Ups eingesammelt habe. Finden wir hier einen Stern, aber den will ich lieber mitnehmen. Ehrlich gesagt, den Stern findet man auch, bevor man die One-Ups einsammelt, aber meh. So, wenn man sich hier... Die eine Muschel hat richtig Bock. Ja, man hätte da One-Up sammeln können, wenn man nicht kacke wäre. Dafür müsst ihr wohl wen anders gucken. Denn kacke sein ist so ein bisschen... Eigentlich meine Berufung, muss man sagen. Easy. Mann, ich bin so gut. Und so, meine Freunde, widerspricht man sich selber innerhalb von weniger als 10 Sekunden. Machen wir weiter. Und kommen zur ersten Passage mit einem Oberweltgegner. Diesem Goomba, der wahrscheinlich... Okay, jetzt rennt er in uns rein. Ja.
Oberweltgegner in dem Spiel. Man muss alle Ballons einsammeln. Und dann hat man gewonnen. Ganz krasses Battle, wie ihr seht. Und bekommt dann 3 Pilze von einem random Toad. Und das Inventar in diesem Spiel ist auch etwas anders als in Mario Bros. U. Hier stacken sich die Items und man kann somit so gut wie endlos haben. Ich sag mal, man kann 99 pro Item haben und das wird man nie voll haben. Während man in Mario Bros. U insgesamt irgendwie gefühlt, ich glaube, maximal 10 Items im Inventar tragen konnte, nicht stackbar. So, kommen wir zum ersten Wolkenlevel. Die mögen auch viele nicht und bei denen fühle ich es auch eher. Yay, Wolkenlevel. Naja, aber es ist noch Welt 1. Hier geht noch nicht viel ab, sag ich mal. So, warte, ich hab schon... What the fuck? Ich bin 2 Meter im Level! Kann ich da bitte keine Starcoin verpassen? Aha. Aha. Ich hab mir irgendwie eingebildet, diese Stelle wäre später im Level. Jetzt komm, drück den Block und nimm die Ranke nach oben. Ich hab mir eingebildet, die Stelle käme später im Level, aber dann halt nicht. So, hier sind ein paar unsichtbare Blöcke, also versuch gar nicht erst da von oben reinzukommen. Ja. Von unten aber. Und lach nicht so behindert. Also. Das war dann auch die Starcoin. Die zweite haben wir ja gerade schon mitgenommen. Die liegt aber auch deutlich mehr auf dem Weg, die zweite. So, gleich noch was Neues. So komische Schraubplattformen. Gehören aber nicht gerade zu den Gegenständen, die in diesem Spiel wirklich häufig verwendet werden. So, ein paar Red Coins kann man sich hier genehmigen. Ja, das One-Up braucht man sich nicht genehmigen. Das kann weg. Und ich dachte irgendwie, wir hätten hier vielleicht schon die Starcoin. Aber nein, nein, bisschen weiter muss ich wohl noch. Oh Gott, das war Klaus. Klaus, als es sein sollte. Also, rote Münzen haben wir hier. Kann man sich mitnehmen, wenn man will. Ich brauch's nicht. Der Propellerpilz ist natürlich in diesem Level sehr wichtig, sage ich mal. Zum Beispiel diese Starcoin. Ohne Propellerpilz hätte ich die komplett verschissen. Mit Propellerpilz. Easy Sache, ab ins Ziel und weiter ins nächste Level. Mario Time. 2 fehlen noch, dann haben wir die erste Welt auch schon hinter uns gebracht. Was wir diese Folge, denke ich, noch schaffen werden. So. Wir machen logischerweise das hier unten noch. Wer dachte, wir machen das nicht, definiere mir bitte einen 100% Run. Dieses Level basiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, sehr auf Koopas, vor allem Para-Koopas. Und auf diesen drehenden Scheiße-Plattform. Ja, ich glaube, man soll da eigentlich auf einen Para-Koopa springen, aber wenn die das von mir wollen, dann setzt das Ding höher, sodass ich es auch muss. Das geht jetzt schnell. Ich bin mir auch sehr sicher, wo die dritte Starcoin ist. Ich will aber... hier in die Röhre? Ernsthaft? Das ist der Ausgang? Ja, hier ist eine Ranke drin. Wow.
Wahrscheinlich war es das nicht mal wert, weil ich weiß, dass genau das hier ist. Okay, damit kann man arbeiten. Ich wollte eigentlich den Propellerpilz, aber... Allgemein, ich sag's euch, wie es ist, wenn ihr dieses Spiel speedrun wollt. Wenn man sich so die Weltrekorde anguckt, inhaliert euch den Propellerpilz mal komplett. In einem Weltrekord-Speedrun oder zumindest in einem guten Speedrun muss man eigentlich von Level 1 bis zum, bis man das Spiel abgeschlossen hat, den einen Propellerpilz aus 1-1 mitschleppen. Wow, das war doch kein Hit-Du-Witz-Figur. Egal, damit haben wir das Level auch schon abgeschlossen. Und sind beim Castle von Welt 1. Ja, geht recht schnell, kann man nichts sagen. Ja. Und jetzt machen wir auch das noch kaputt und zerstören Larry gleich nochmal. Ja, die Bosskämpfe in diesem Spiel sind Mario Bros. U Bosskämpfe. Oder allgemein, nein, Mario Bros. U hat aber ähnlich schwere. Kurz gesagt, die sind sowieso geschenkt. Es gibt wenige interessante Bosskämpfe in diesem Spiel, aber zumindest gibt es interessante Bosskämpfe. So, hier kann man hoch, bringt aber nichts. Und ja, krasser Sprung. Ich denke, ich muss nicht erwähnen, was in dieser Stage jetzt das große Spezialfeature ist. Und es war doch hier drüben, wo man hoch muss, ne? Ja, war es. Oder eher gesagt, nee, müssen tut man nicht. Man bekommt aber einen Propellerpilz. Und One-Ups. So, mein Movement in dem Game ist natürlich wieder insane. Allgemein, Mario Bros. Wenn man es ganz genau nimmt, ist Mario Bros. New Super Mario Bros. Die beiden Teile, die man mit Wii-Fernbedienung spielen kann, vielleicht das Game, in dem ich am besten bin. Ich meine, Smash Bros. Hat mehr Tiefe. Bin ich competitive eher dabei? Da kommen wir zum selben Secret, ne? Weil Mario Bros. Wii competitive, ne? Aber ja. Da gibt's halt viel mehr, was man falsch machen kann, muss man sagen. In Mario Bros. Wii ist relativ geschenkt. So. Hier müssen wir noch mal kurz warten und zurückgehen. Komm noch mal runter. Also, wer diese Gegner nicht kennt, die fallen runter, wenn sie lustig sind. Alternativ, wenn man vor ihnen steht oder unter ihnen durchläuft. Wie man hier sieht. Oh Gott, Mario ist nicht gesprungen erst. Ich wäre fast komplett in die Lava gedönert. Oh wait, mir fehlt noch eine Starcoin. Aber die ist am Ende des Levels. Ich hab irgendwie gedacht, ich hab schon drei. Keine Ahnung warum, aber nee. Da in der Röhre ist die letzte. Also alles entspannt. Hätte ich auch nicht verpassen können, so wirklich, muss man sagen. Die ist nicht sonderlich schwer, wenn man eine Ahnung von dem Game hat. Kann man nicht viel zu sagen, ne? Einfach Walljump und zack. So, wir können uns hier eine Feuerblume mitnehmen. Machen wir für einen Koopaling-Fight auf. Im Speedrun würde man sich zwar keine Feuerblume nehmen, aber im Speedrun würde man diesen Koopaling auch nicht bekämpfen, ne? Makes sense, I think. So, ein krasser, epischer Gang, bevor wir wieder zu Larry, dem Larry, kommen.
Und dieses Mal kriegt er ganz krassen Support. Der Boden bewegt sich. Und ich habe das Gefühl, dass diesem Kampf schadet das ihm mehr als mir. Weil, ne. Merkt man's? Der Typ kommt da nicht ganz drauf klar nach den Hits. Ne? Also, Bosskampf Time, Leute! Die Bosskämpfe in diesem Spiel sind so gut. Ja, wir sind bereits fertig mit der ersten Welt. Kann man auf jeden Fall in so einer halben Stunde schaffen. Guck mal, Bowser Jr. Boah, die Erinnerung gerade daran, als es tatsächlich eine Überraschung war, dass Bowser Jr. nicht der Endboss ist, weil ich noch keine Ahnung von der Reihe hatte. Uff. Diese Flashbacks gerade. So, alle Sternmünzen in Welt 1 haben wir. Und an dieser Stelle endet dann auch diese Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in der Wüste. Wenn wir dann schon etwas kniffligere Stellen hinter uns bringen müssen. Bis dann und ciao.